Wieder ab zum Schiff die nächste Ladung holen. Wenigstens einer, der mitdenkt, aber jetzt an die Arbeit, bevor ich die Geduld verliere. So, Jungs, alles klar. Noch 3 Pfund, dann haben wir es geschafft. Okay, also wiederholt sich. Was sollt ihr? Ihr soll eine Lieferung abzuholen sein. Gebt mal euren Lieferschein. Ah ja, der Beutel für die Pferdocker Brauerei. Der steht dort drüben, bringt ihn direkt zur Brauerei und passt mir ja gut auf ihn auf. Da sind wichtige Zutaten drin, die die Brauerei dringend braucht. Ja, den können wir jetzt nehmen. Die Jungs der Störungsbrands haben zwar etwas verdutzt geguckt, aber letztendlich doch das Päckchen herausgerückt. Glück gehabt. Dieses kleine Päckchen soll wertvoll sein und gut, das soll nicht weiter mein Problem sein. Immerhin habe ich andere Ziele. Sobald ich das Vertrauen der Mannschaft genieße, bekomme ich vielleicht auch weitere Informationen, die mich auf die Spur von Ardos Mörder bringen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mhm. Hier da zur Brauerei geht's aber nicht lang. Ja, ich weiß. Das ist jetzt sehr unauffällig. Das ist ein weiterer Fausthieb in die Nieren des alten Emmeran. Diese Zutaten sind sehr wichtig für die Zubereitung von hellem Ferdocker. Nun, da die Ladung in unserer Hand ist, können wir den Preis bestimmen. Schön und gut, aber was ist mit meinem Lohn? Hier, neben verdient hast du es dir, aber mal was anderes. Wie bist du denn nun an den Lieferschein gekommen? Ich habe eigentlich nur ein wenig mit der Wache rumgefuchtelt und ein paar finstere Drogen ausgestoßen. Wirklich manchmal wahre Wunder. Haha, ich dachte mir schon, dass sowas kommen würde. Junge, du gefällst mir. Schau mal Zeit mal wieder rein. Für dich gibt es hier bestimmt mal wieder was zu tun. Ja, Gladys hat jetzt eine neue Stufe erreicht, was gut ist. Ich kann hier mal die Armbrust auf Maximum bringen. Das wäre schon mal eine gute Sache. Oh, Schlösser knacken ist immer noch auf Maximum. So, okay. Jetzt sind auch hier die Händler weg. Pargol hat das Päckchen erhalten und ich bin ein paar Heler reicher. Aber ein bisschen merkwürdig war die Aktion schon. Ja, ich glaube, wir haben uns fürs falsche Handelshaus entschieden. Beziehungsweise fürs Richtige. Wir haben das gefunden, was die zwielichtigeren Geschäfte macht. Und ich glaube, das ist auch die richtige Taverne, oder? Nein, das ist Schotterbusch. Gut, das heißt, wir gehen wieder. Gehen jetzt rüber nach Fuhrmannsheim. Das müsste irgendwo da hinten sein, genau. Das wäre eine Frage der Ehre und den Boltern-Trick abschließen können. Und dann können wir ja nochmal gucken, ob wir nicht im Keller ein bisschen weiterkommen. Leider kann ich mich nicht selber aus der Party nehmen. Was? Folgt mir. Ja. Ist ein bisschen noch schwieriger macht, mich da durchzuschleichen nachher. Warum hängt hier ein Feuerfliegenei?
aufgepasst. Wurde auch Zeit, dass sich endlich mal jemand um diese Nester kümmert. Nester, würde damit sagen, dass es mehr als nur diese eine gibt? Aber ja, doch, ich habe ganz früh mal zwei welche gesehen. Wenn diese Viecher hier herumschwören, kann sie doch kaum jemand auf die Straße wagen. Ich sage was. Ihr seid so spät mit diesem Nest hier fertig geworden. Kümmert euch bitte auch um die anderen. Keine Sorge, diese Feuerwehren werden schon bald keine Gefahr mehr sein. Dachte ich mir doch, dass hier jemand seit der Taten sprechen lässt, anstatt mit Worten herausreden. Ich zeige euch die Stellen, wo ich die Nester gefunden habe, auf eurer Karte. Na gute Jagd und schönen Tag noch. Okay, wie viele sind es denn? 1, 2, 3, 4. Das heißt, gut, Giftzähne. Tretet näher. Frische Fische erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Günstig und gut ist Stromplatz. So, dann ab in die sanfte Sau. Ja, Speckstrein. Oh, Gladwitz. Was für ein glanzvoller Anblick in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich denn für dich tun, Sinn? Ja, also darf das sein. Wegen dieser Geschichte mit Talia, konnte sie schon was erreichen? Ja, hier die wertvolle Schatulle, die ich euch wieder beschaffen sollte. Und schaut, was ich noch aufgefunden habe. Eine reich verzierte Goldkette. Ihr habt die Kette gefunden. Fix sein Dank, gibt sie schnell her. Ah, wunderbar. Hier ist das Geld für euren Dienst. 1000 Dank. Ja, damit ist der Voltan-Trick geschlossen. Die Diebe wurde gestellt und mir bleibt Ariko Fafaras magische Klinge und für Speckstein hat auch mehr oder weniger bekommen, was er verdient hat. Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, aber ich für meinen Teil habe nicht so schlecht abgeschnitten. Ja, Nester zerstören. Die Einwohner von Fumansheim werden immer wieder von Feuerfliegen attackiert. Manche trauen sich schon nicht mehr auf die Straße. Noch scheint kein Ende der Plage in Sicht, da die Fliegen überall ihre Nester bauen. Und wenn dieser Nachwuchs erst einmal geschlüpft ist, dann wird es hier so richtig ungemütlich. Am besten man erstickt die Gefahr im Keim. Ich muss das Nest finden und zerstören. Aus diesem Nest schlüpft keine Feuerfliege mehr. Meint ihr? Ja, und Forgrim hat ein Level up. So, das heißt Hiebwaffen höher. Das heißt auch ein bisschen Selbstbeherrschung höher. Folgt mir. Gladys mal Schleichen erhöhen. Bei mir auch noch ein Punkt in Schleichen, wenn wir dann da rein wollen. Ach, Gwendala. So, das erhöhen. So, damit haben wir den Boltan-Trick abgeschlossen. So. Wie gesagt, jetzt die Feuerfliegen. Und da müssen wir Forgrim und Gwendala leider wegschicken. Das ist zum Glück eher und wer passt aufs Tor auf? Das
Tor wird schon nicht weglaufen. Und jetzt, zack! Kommt ihr Schwächlinge nicht klar? Wollen doch mal sehen, wer hier ein Schwächling ist. So, das war auch ein Level-Up für mich. Das heißt, ich kann Schwerter steigern. Was mir wenigstens einen mehr Attacke bringt. So, und hier noch das Nest. Die möchte ich noch plündern, bitte. Danke. So. Die Einhörner können wieder ohne Angst vor dem Feuerfling auf die Straße gehen. Alle Nester wurden vernichtet. Ja. Sehr schön. So, dann speichere ich hier mal. Und schick mal. Was gibt's denn? Wartet im Pferd Okamwesen auf mich. Ich werde mich melden, sobald ich eure Hilfe bedarf. Ach, schön. Aber wenn es was zu tun gibt, dann denkt an mich. Auch wenn es Ardos alte Heimstätte ist, will ich dort nicht versauern. Also gut, auf später. Ich hoffe, der Hausverwalter versucht euch nicht für die Reparaturen einzuspannen. Sanja, nun gut. Wie ihr wollt. Ich werde dort auf euch... Okay. Gut, das heißt, wir machen Quick Save. Warum gibst eigentlich du immer die Befehle? Und dann reden wir mit Goldzahn, Jalik. Da seid ihr ja. Ich habe das Schloss geöffnet. Bringt mir den Hammer. Ich hatte hier draußen so eine Stellung. Los geht's. Aber denkt dran, seid leise und unauffällig. Fix mit euch. Der Wagen ist. Ja. Das war eine Arschung. So, eine Frage der Ehre. Findet Gorins Bleibehund entdeckt, deswegen. Ja, Quano möchte die Diebesgiebe nicht in einen offenen Kampf mit den Schwarzaugen bringen. Deswegen ist es wichtig, unentdeckt zu bleiben. Wow, rostige Nägel. Na, das wäre zu einfach gewesen, wenn er gleich hier gewesen wäre. Gibt es eine Karte? Ja. Folgt mir. Haben wir uns Rubens Schatz gebaut. Der Boss wird euch sicher gut belohnen. Auf dein Wohl und auf die gelungene Aktion. Das war eine Aktion. Ich hab's gehört. Die Diebesgilde hat dumm geguckt, nicht wahr? Gut. Du warst. Lass die Wachen weggelockt. Das ist also der Hammer vom Grafen. Da wird er ganz schön was springen lassen müssen, um den wiederzukriegen. Haha. Gut drauf aufpassen. Geht klar, der kommt hier in die Kiste, da findet ihn keiner. Ich brauche frische Luft. Okay. Der ist wenigstens sowas von hackedicht, der Typ. Hallo Kalle. Du auch. Vergiss nicht, die Leiter wieder aufzustellen. Die Jungs sollen nochmal die neue Brücke überprüfen. Ich will nicht, dass das Ding runterkracht. Wird gemacht, ja.
Gut, der ist wirklich hackedicht, dass er uns nicht bemerkt. Über die beiden sollten wir aber nicht drüber laufen. Zum Glück sind die Schlösser von denen sehr leicht zu knacken.